So, willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Wir machen heute eine Rohkostpizza, mit wir meine ich mich. Der Teig besteht aus Buchweizen, Leinsamen, einer Prise Salz und ein bisschen Wasser. Das Ganze streichen wir auf ein Dörrblech, wie ihr sehen könnt, und geben es in den Dörrautomat für 8 Stunden. Danach wenden wir das und dann weitere 4 Stunden drin lassen. Jetzt kommt die Soße. Da brauchen wir einmal Olivenöl, Pfeffer, 3 Tomaten, 4 bis 5 getrocknete Tomaten und eine halbe Zwiebel. Nicht zu vergessen die Kräuter. Für den Belag eine halbe Zucchini, eine Avocado, eine Paprika und 10 bis 15 Oliven, circa eine Handvoll. Bei der Tomate ist es wichtig, dass ihr das Innere rausnehmt, weil das sehr wässrig ist, also dass nur das Fruchtfleisch übrig ist. Und die Zutaten für die Soße kommen der Reihe nach in den Mixer und werden gemixt. Nachdem ich das gemixt habe, gebe ich das jetzt auf meinen Teig. Jetzt ist das auf die beiden Teige verstrichen und der Boden kann noch etwas Feuchtigkeit einziehen. So, dann schneide ich das alles ein bisschen zusammen. Nun kommt der Belag oben drauf. Schon ist unsere Pizza fertig. Viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.